Hallo und willkommen zurück zu meinem Destiny 2 Let's Play mit mir an die Theke. Und zwar werden wir heute endlich mal in der Story weitermachen, wenn uns da nichts zwischenkommt, was meiner Meinung nach noch interessanter ist. So, das werden wir nicht machen. Nein, da laufen wir dran vorbei, auch wenn das sind. Wir werden es machen. Das ist nämlich, fängt nämlich in einer Minute an und deswegen werden wir es machen. Wir wollen ja auch die ganzen Relikte freischalten, ne? Und euch das mal zeigen. Wie das dann alles so aussieht, wenn man verschiedene. Mit verschiedenen Relikten spielen kann. Stürmer und dem Solartypen. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, was der kann. Ich glaube, der dachte, dass dieser Hammerwurf-Typ, der in Destiny 2 relativ am Ende, also was heißt relativ am Ende, der kam halt etwas später als die anderen Dinger, die man da haben konnte. So. Yes. Ich weiß gar nicht, gab es den Lehre-Typ mit dem. Ja, klar, da hast du ja die Kuppel gemacht, aber du hattest ja nicht diese Verwandlung mit dem Schild, dass du das in der Hand hast. Das ist einfach nur das mit der Kuppel. Ja, das Ding fängt ja jetzt gleich an. Können wir uns da auch schon mal reinbegeben. 22 Sekunden. Ja, das ging ja schnell. Den Hexen. Vor allem, wenn du da einen 30er stehen hast. Mach dann das hier. Da kommt noch ein 30er, 25er. Den 9er kann man ignorieren. Weil ich bin selber Level 11. Gleich Level 12, Leute. Gleich Level 12. So, werden wir noch ein paar Marken sammeln. Dann, wenn wir dann auf 20 sind, richtig Gas geben können. Und erstmal richtig statt Equip rocken können. Ist irgendwer gestorben. Der Level 9er. Der will irgendwie durch die Wand laufen. Cool. So, auf jeden Fall, kurz um das Ritual zu erklären, wir müssen hier drauf stehen, damit die Schilde von den Hexen runtergehen. So, wenn wir hier lang genug stehen, dann können wir die Hexen verprügeln. Da fallen sie auch schon. So, dann haben wir die. Oh, wie geil der Turner. Bam, Level 12. Das müssen wir kurz warten. Und jetzt schnell auf die Eier, schnell auf die Eier. Ei kaputt. Ei kaputt. So, wachsende Stärke. Nice, wir können sogar. Das machen wir aber, wenn dann erst nächste Folge. Boah, Alter. FPS, Junge. So, Escape schließen. Wir werden dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Einfach mal das Ding freischalten. Das neue Relikt. Beziehungsweise die neue Kraft vom Stürmer. Ist ja, glaube ich, auch für Level 11. Dann mal ein bisschen spannender. Da seht ihr mich mal ein bisschen öfter verrecken. Ich hoffe nicht, aber. Boah, geil. Die einfach immer das Gleiche sagt. So, ja, das ziehen wir einfach. Nee, wir machen das, wie bei allen Folgen, da ziehen wir zum Schluss an, nach der Mission. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So, da, Utopie. Schließe die Mission Utopie auf Titan ab. Oh yes, das werden wir tun. Dort eine Truhe. Kurz zum Spot, falls ihr hier mal langlauft und wenn ihr das Spiel spielt, da vorne ist eine Truhe. Truhe kommt natürlich nur, wenn man den Boss da besiegt. Was haben wir denn da? Erstmal Truhe. Hä? Achso. Ah, das ist die Truhe, die kommt, wenn man bam, dem ein paar Ohrfeigen verteilt hat. Und den da. Und dem da. Wir haben einen Brustschutz bekommen, aber einen grünen. Da wir davor einen blauen bekommen haben und kein Level-Up. Also schon ein Level-Up, aber wir haben das blaue nach dem Level-Up eingesammelt. Wird es sehr wahrscheinlich sein, dass das Grüne nicht so stark sein wird. So, Beute einsammeln. Ja, wir sollten die Beute auch einsammeln. So, Arkologie-Token. Und eine ein Ballyhoo-Typ 25. So, aber was viel wichtiger ist, die rote Schlacht Utopie. Begib dich in das Herz der Schar, um einen starken Prozessor aus dem goldenen Zeitalter zu finden und schaffe es dann doch lebendig wieder hinaus. Werden wir das schaffen? Empfohlene Power 60. Wir haben über 100. Das werden wir doch wohl geritzt bekommen. Obwohl das mit dem Power auch nie so krass was zu sagen hat. Ich sag mal so, alles was höher ist, wenn da jetzt Power 120 wäre, würden wir es unmöglich schaffen. Aber alles was drunter ist, die Viecher können dich trotzdem töten, wenn du nicht aufpasst. Ne? Das ist bei dem Spiel relativ geil. So, neues Ziel. Sichere einen goldenen Zeitalterprozessor, um Informationen der Rotlegion zu entschlüsseln. Die in die Arkologie geleitet wird. Yep, so viel Strom kann nur eins bedeuten.
Ein Prozessornetzwerk. Und zwar starke Prozessoren. Sehr starke Prozessoren. Stark genug, um dieses Kabalsignal zu entschlüsseln. Leider wissen wir nicht, wo sich dieses Netzwerk befinden könnte. Du musst also auf die Suche gehen. Und zwar möglichst unbemerkt. Ich mach das, bin wie ein Rogue. Das könnte das Blatt im Krieg gegen die Rotlegion zu unseren Gunsten wenden. Doch ohne es. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Boah, die Granate war ja mal sowas von nice placed. Ja, ich weiß, dass da noch Gegner. Egal. Mein Gott, Hauptsache die Anlage stirbt. Als wäre das Betriebssystem der Arkologie wieder online. Ja, Hauptsache die Anlage funktioniert. Du musst dein Betriebssystem Zugangsterminal finden. So kannst du das Prozessornetzwerk finden. Arisch. Gar kein Problem. Alles gefickt. Oh, ich liebe diesen. Ja, er ist von Gronkh. Ich mag Gronkh. Ah, sehr, sehr weitläufig, keine Gegner. Oh, eine Bahn. Wie geil ist das denn? Hier ist ernsthaft so ein Putzroboter. Aber guck mal, der ist mit nichts verknüpft. Das heißt, der lief schon die ganze Zeit. Das Akku möchte ich haben. Hat mir nämlich auch überlegt, mal so einen Putzroboter zu holen, weil ich einfach zu faul bin. Welcome to New Pacific Arcology. Geil, sogar in verschiedenen Sprachen. Das Prozessornetzwerk ist tief unten in den Wartungsetagen. Nicht in Deutsch. Wonach wir suchen? Sind wir ausgestorben? Bingo, das ist es. Okay, ich hab den Standort. Ja, mach uff. Einen Weg nach unten finden. Weg nach unten gibt immer. Boah, es ist dunkel, Alter. Sehr ja nicht. Erstmal schön das Schild aufbauen. Boah, diese Rammler, ne? Die sind echt übertrieben. Übertrieben hässlich. Nerven auch immer so brutal. Ich glaube, das letzte Mal, als ich das hier gespielt habe, bin ich einfach durchgerusht. Aber wir wollen ja EP und wir wollen die Mobs töten. Ja? Ich möchte mich bei denen rächen für alles, was sie mir angetan haben. Dumme Schafviecher. Einfach unsere Generatoren auf Titan da. Oh, eine Hexe. Weißt du, jetzt kommen die Hexen schon einfach aus irgendwelchen Wänden. Oh, hier ist auch dunkel. Eine Abkürzung für uns gegraben. Lass uns in die Grube da drüben steigen. Wir sind jetzt definitiv in Scham-Territorium. Lass uns in die Grube da vorne steigen. Die haben die Scham, die gegraben. Wir wollen keine. Beste Idee. Ja, ist schon zu spät, Bro. Ist immer zu spät, wenn der das sagt. Komm, da müssen wir durch. Haben wir den Kreischer vernascht. Ja. Oh, ich liebe dieses Schild. Ohne Spaß. Hier ist diese schnelle Nacht. Ich dachte echt, der steht wieder auf. Wollte mich gerade schon beschweren. Dann wollen wir mal. Bam, explode, bitch. Oh, ich bin gerade echt zu doof. Komm, den einen kriege ich noch, den anderen eher weniger. Oh, komm schon, komm schon. Erstmal die Akolyten. Hätte auch einfach diesen Explode-Typ da nehmen können. So. Aber das auch, können wir weiter. Oh nee. Ach, noch immun. Jetzt. Das wollte ich nicht drücken. Oh, Alter, hör auf zu schießen. Boah. Ich mag diese Zyklopendinger da nicht, ey. So, hier kann man sich schnell mal verspringen. Yeah. Schwebejump.
weiter geht's. Andere Richtung. Trotzdem. Ja, das erste Mal. Der Kumpel einfach vorgesprungen. Ich hinterher. Er stirbt, ich sterbe. Geil. Noobs online. Sag ich dazu nur. Das ist, wenn Noobs zusammenspielen. Oder hier. Denkst du, ich hätte hier alleine durchgefunden, dass man den Scheiß abschießen kann? Ich bin einfach manchmal zu doof für den Mist. Bei mir auch. Woher kommen die? Weißt du, können die da hoch? Ja, okay, die können schon relativ weit springen. Das hier laufe ich auch. Absolut mal zu weit, obwohl man nur da vorne hin muss. Ja, kommt. Kommt. Kommt und knistert, meine Kinder. Die verpesten echt alles. Wollen die da selber eigentlich auch nicht mehr durch? Ich meine, die verkleben den ganzen Scheiß. Dann passen sie doch selber auch nicht mehr da durch. Ups. Aber die müssen doch irgendwann... Oder wachsen die einfach hier rein in diese ganzen Kanäle und die beeinflussen das gar nicht. Ehrlich gesagt gar nicht, was das überhaupt für ein Zeug ist. Ich meine, die haben organische Schiffe, organische Fahrzeuge und so Späße. Ach, der Scheiß. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt schon kommt. Weit bin ich mit meinem anderen Schau auch erst. Ja, los geht's! Ja, komm, lass mich durch. Vielleicht gibt's Panzer-Action. Mag nur das hier nicht bis dahin laufen. Aber hier kommen ja auch irgendwie keine Gegner. Ich hatte das anders in Erinnerung, dass da... Doch, wir schaffen das heraus. Chill mal. Ah, genau so steuere ich. Oder das hier. Einfach durch, weißt du? Die versperren Panzern mit irgend so einem komischen kleinen Dreckszeug den Weg. Beste Typen. Ah, eine recht schnelle Mission. Weil ich weiß ja, dass hier Nacht vorbei ist. Damage! Amanda! Ach, die ist da, bevor wir da sind. Die ist jetzt schon da. Würde man jetzt durch irgendeinen Bug hinten rauskommen, ja? Die steht schon da, obwohl die jetzt erst fliegen soll. Ich wette es mit euch. Amanda einfach... Amanda ist quasi nicht mehr Amanda. Amanda ist Amanda 2.0. Da, bestes Gitter. Ohne Spaß, das hat mich fast aufgehalten. Platsche. Oh, da oben ist ein Kreischer. Den habe ich ja noch nie gesehen. Mal ein bisschen mehr hier drauf achten, ne? Auf die Umgebung. Auf die schöne Arbeit von den Programmierern. Ja, dass da ein Kreischer ist, der dich nicht trifft, weil du einfach viel zu schnell bist für die Geschosse. Aber das finde ich sowieso geil, dass man die hier einfach alle platt fährt. Ich mag das mit so Panzern. Eigentlich doof, dass der nicht schießen kann. Also reiner Transportpanzer. Durch den Tunnel da zu fahren. Das hier sieht ja auch mal einfach mega titte aus. Ne? Das ist ja so eine Kuppel. Reservat. Aber da kommt man irgendwie nie hin. Ne? Schade eigentlich. Und bam! Sonne. Irgendwas davor. Das. Ach du Scheiße. Das sieht ja nicht gut aus. Ganz und gar nicht gut. Die Allmacht, das Kronjuwel der Rotlegion und das Lebenswerk ihres
ihres Anführers, Dominus Gaul. Gaul jetzt macht es Bang. Unterworfen. Die, die sich zur Wehr setzten, gibt es nicht mehr. Es ist so, die Allmacht zerstört Sterne. Ja, schon eine geile Empfindung von dem. Nichts und niemand überlebt Gauls Ehrgeiz. Was er will. Vielleicht wir. Und sein Licht. Was die Allmacht angeht, die ist nun auf unsere Sonne gerichtet. Kurz gesagt, Sir, der Krieg ist vorbei. Und wir haben verloren. Noch nicht. Definitiv. Hautunreinheiten. Wir errichteten unser Heim unter dem Schutz des Reisenden. Als die Feinde angriffen, bauten wir eine Mauer, die Jahrhunderte stand. Mauern bedeuten nichts mehr. Der Feind nahm uns unsere Heimat und unser Licht. Und jetzt bedrohen sie unsere Existenz. Kümmern wir uns um diese Allmacht. Wann ist die Flotte kampfbereit? Zavala, warte! Wir haben keine Zeit. Nur ein gemeinsamer Angriff rettet unsere Heimat. Unser Licht, unsere Hoffnung. Das ist unsere Pflicht. Nun, ich brauche meinen Einsatztrupp. Ich brauche Ikora und Kate. Stärkster Einsatztrupp überhaupt. Kate sowieso der geilste. Ah, jetzt kommt das, wo wir die befreien müssen. Auf Nexus. Also erstmal Kate. Ikora weiß ich gerade gar nicht mehr. Nochmal ab. Ach, genau, auf dem anderen Planeten da. Der so einen kurzen Namen hat. Nessus, neue Welt und Mission verfügbar. Nessus ist ein unerforschbar und ungartierter Eisbrocken in den Fernen des Solarsystems. Eigentlich sollte hier nichts sein. Benutze den Navigator, um zu Nessus zu reisen und Kate 6 zu finden. Ja, aber da ist eine besondere Spezies, die es erlaubt, beziehungsweise die es so umprogrammiert hat, dass auf dem Planeten Sachen wachsen. So, wir haben ein paar neue Sachen bekommen. Und zwar Ballyhoo Typ 27, eine Handfeuerwaffe mit 135 Schaden. Angriff. Dann Black Tiger 2SR, ein Scout-Gewehr, was auch besser ist als unser. Ja, wenn du viel zu tun hast, dann halt doch einfach die Schniss. So, Beinschutz. Urbelagerung Typ 1. Religionssperre wird ausgetauscht gegen eine Legionssperre. Unser Helm wird auch endlich blau. Urbelagerung Typ 1. Und wir können schon wieder etwas skillen. Bam. Sentinel-Stoßabzeichen. Wir hätten auch einfach das hier skillen können, wir Idioten. Also, ich Idiot. Ihr seid kein Idiot. So, dann haben wir das. Dann habe ich gesehen, wir haben ein neues Zeichen. Zählt die Anzahl der als Sentinel eliminierten Feinde. Aber ich finde unser jetziges Zeichen eigentlich geiler. Auch wenn das nicht steigen wird. Vorerst zum Beispiel. Vorerst zumindest. Plan haben wir immer noch nicht. Immer noch eine. So, was haben wir denn bei der hier? Schieß los. Los. Ja, dann geben wir mal unsere Punkte ab. Ne? Bitte noch. Bitch. Und haben trotzdem noch nicht mal das geschafft, obwohl wir den kompletten Planeten durchgequestet haben an mehreren Tagen. So, hier. Oh, wir haben zwei neue Abenteuer. Der Uhr nach zu urteilen, muss ich mich aber leider erstmal verabschieden. Aber wir werden auf jeden Fall. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir in der nächsten Folge
den Arcus-Fokus wiederherstellen. Was? Wie, was? Arcus-Fokus, Mann! Oder wir machen das Sirenenlied. Bin fast schon für das Sirenenlied. Entspann dich, entspann dich. Ah. Hört die mich? Oder? Egal. Auf jeden Fall, ja, bereit machen, bla bla bla. So, dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Jetzt sind wir mal ein bisschen weiter in der Story gekommen. Das heißt, das nächste Mal können wir wieder den Abenteuermodus machen. Yes! Also ich finde ihn trotzdem spannend. Ich mag die Abenteuer und ich finde, die sollten auch gewertschätzt werden und man sollte sie auch zocken. Also, wenn ich das Spiel durchzocke, dann komplett. Ich entschuldige mich für alle, die das nicht sehen wollen, aber die können ja die Folgen, die über Abenteuer gehen, einfach skippen. Das steht auch dann in der Beschreibung bzw. in dem Namen. Ja, ich entspanne mich doch. So, dann nochmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal in 2 Tagen. Schönen Tag noch. Ciao.